Ja, Horche Mann, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Inquisition, wie immer auf Fränkisch. So, und ich habe da gesehen, die Leliana. Wer ist denn jetzt die Leliana? Ist das nicht die Coole? Irgendjemand hat einen ganzen Sack Rüben ins Feuer gekippt. Beim Abbauer, jetzt riecht es überall danach. Solas? Sie waren eigentlich für das Abendessen gedacht, aber ich kann mich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern, wer sie genommen hat. Ist denn nicht die Leliana, die, die kleine Unsichtbarkeitsfrau? Wer ist denn Helisma? Ich grüße euch, Inquisitor. Ich bin hier, um euch bei jedweden Nachforschungen zu helfen. Ihr werdet feststellen, dass meine Fähigkeiten außerordentlich sind. Ich hoffe, sie erweisen sich als nützlich. Minaevas Nachfolgerin? Übernehmt ihr Minaevs Pflichten? Ja. Ihr Tod riss diese Lücke. Mir wurde gesagt, dass viele sie vermissen. Ich weiß nicht, wer es ist, insofern. Fähigkeiten wird ihre Kunst euch nicht fehlen. Welche Fähigkeiten hast du? Wie könnt ihr der Inquisition dienen? Und mir persönlich? Ich soll euch bei der Erforschung all jener Kreaturen helfen, auf die ihr bei eurem als Inquisitor stoßt. Was genau qualifiziert euch? Ich erinnere mich, dass ich Tiere mochte. Warum, weiß ich nicht mehr. Bist du eine Besänftige? Wurdet ihr besänftigt? Ja, das wurde ich. Es war notwendig, angesichts der böswilligen Natur, die die Magie zu einer gefährlichen Kunst machte. Ich weiß noch, die Zeit war schwierig, aber ich erinnere mich nicht, warum. Allerdings sind meine Fähigkeiten hier von großem Nutzen. Und, wie kommt's voran? Wie schätzt ihr unsere Fortschritte ein? Sie sind angemessen, wenn man die schrittweisen Verbesserungen an der Himmelsfeste berücksichtigt. Okay. Weitermachen. Ja, Inquisitor. Frostigen Lumpen entfernt. Okay. Wer bist denn du? Oh, Inquisitor, seid mir gegrüßt. Ich wurde hallo? Erst kürzlich von Schwester Liliana damit betraut, ihre Bücher in Ordnung zu halten. Ich bin so froh, hier zu sein und meinen bescheidenen Beitrag leisten zu können. Nun, ich sollte mich wieder an die Arbeit machen. So, jetzt. Eines Tages werde ich all diese Bücher lesen. Eines Tages, wenn ich Zeit habe. Ach so, das war's schon. Gut. Und wo ist jetzt diese... Ist die noch höher? Was hier? Schnellreise. Ah, da bist du endlich. Darf ich mit dir reden? Es tut mir leid. Ach, schön. Ja, mir auch. Geh weg, Kallen. Inquisitor, ich hatte nicht mit eurem Besuch gerechnet. Ihr habt bisher nur wenig Interesse gezeigt, euch mit mir unter vier Augen zu unterhalten. Das stimmt nicht, ich hab dich nicht gefunden. Aber wie sagt unsere gute Josephine immer so schön? Es ist nie zu spät, neue Freunde zu gewinnen. Warum war denn der Kallen hier? Worum ging es hier? Der Kommandant hat mir nur etwas gebracht. Die Namen derer, die wir in Haven verloren haben. Ihr gebt bestimmt mir die Schuld daran. Jetzt. Corypheus trägt die Schuld, nicht wir du. Wir alle haben gesehen, wer uns angegriffen hat. Wir wissen genau, wer die Schuld daran trägt. Ach komm, ich konnte dich aber nicht trösten. Ich frage mich immer wieder, was ich hätte anders machen können. Als die gar ersten nix. Meiner du Speer verschwunden perfekt. Sind, habe ich die anderen zurückbeordert, um erst auf weitere Informationen zu warten. Wären sie weiterhin im Einsatz gewesen, hätten sie uns mehr Zeit verschaffen können. Oh, ich hatte Angst, meine Spione zu verlieren. Und so haben wir stattdessen Haven verloren. Wir hätten beides verloren. Viel wahrscheinlicher ist, dass sie dort draußen gestorben wären und wir Haven dennoch verloren hätten. Das könnt ihr nicht wissen. Ihre Leben hätten Haven eine kleine Chance verschaffen können. Meine Leute wissen, was ihre Pflicht ist. Sie kennen die Risiken. Sie sind sich bewusst, dass sie im Dienste der Inquisition möglicherweise ihre Leben opfern müssen. Die sind aber nicht entbehrlich. Unsere Leute sind keine Werkzeuge, die man benutzt und dann wegwirft. Eure Instinkte waren richtig. Ihre Leben sind von Bedeutung. Können wir uns derartige Sentimentalitäten wirklich leisten? Was, wenn Corypheus... Wir sind besser als Corypheus. Schäm dich. Hallo, das war jetzt unser erstes Gespräch. Das reicht mir noch nicht. Hopp. Unsere Spione sind auf weitere von Corypheus Anhängern gestoßen.
auf diese sogenannten Venatori. Ihre Anführerin Calpurnia lässt die elfische Ruine. Haben wir die nicht schon getötet? Warum? Nee. Weiß ich allerdings nicht. Ich schlage vor, wir halten die Venatori auf, bevor sie gefunden haben, wonach sie suchen. Wer ist denn Calpurnia? Wisst ihr irgendetwas über Calpurnia? Nur, dass Calpurnia ein Name aus einer alten Legende Tevinters ist. Einer ungewöhnlichen Legende. Sie war eine Priesterin Dumas und die Ziehmutter des Reichsgründers. Mhm. Ein derartiger Name soll die Venatori davon überzeugen, dass sie in die Fußstapfen von Legenden treten. Wir müssen ihnen beweisen, dass dem nicht so ist. Erzähl mir mal von deinem Plan. Welche Strategie schwebt euch vor? Wir sollten mit Bedacht vorgehen. Diese Venatori haben auf Calpurnias Anweisung hin einen Händler namens Vicinius beschattet. Sie haben Nachforschungen über seine Geldmittel angestellt und seine Lagerhäuser überwacht. Ich schlage vor, ihr trefft euch mit Vicinius, schmeichelt ihm und findet heraus, was er über Calpurnia weiß. Erzähl mir von Vicinius. Vicinius klingt wie ein Name aus Tevinter. Er wurde in Tallow geboren, behauptet aber, er stamme aus Virantium. Er verkauft seltene Öle und Bernstein und trinkt lieber Rotwein als Weißwein. Und auf welcher Seite des Bettes schläft er? Nichts an ihm ist in irgendeiner Weise bemerkenswert. Ich wüsste nicht, warum sich Calpurnia für ihn interessieren sollte. Und wenn er gar nichts weiß? Was, wenn Vicinius ebenso sehr im Dunkeln tappt wie wir? Dann hätten wir zumindest das geklärt. Außerdem sollten wir uns vor den Venatori vorsehen. Genau wie wir haben auch sie Kontakte und Spione. Je eher ihr mit Vicinius sprecht, desto besser. Ja, wir sollten den warnen. Wir sollten Vicinius warnen, dass diese Venatori-Kultisten Nachforschungen anstellen. Ihr würdet dadurch sein Vertrauen gewinnen. Ich werde die nötigen Vorkehrungen treffen, um euch einen Besuch in seinem Sommerhaus in Val Royaux zu ermöglichen. Ich hoffe, sein Interesse wird allein dadurch geweckt, dass ihr ihm Beachtung schenkt. Wir werden Calpurnias Geheimnisse schon... Hallo? Hallo, wir waren gerade mitten im Sprechen. Jetzt auf einmal leise. Du bist weg. Ich möchte jetzt immer noch mit dir flirten. Wir erhalten weiterhin Berichte über Risse im Nichts und Dämonen. Die Leute sind in Angst und es wird immer schlimmer. Alles, was ihnen bleibt, ist die Hoffnung, dass es da draußen jemanden gibt, der sie retten kann. Ihr müsst dieser jemand sein. Kein anderer hat auch nur die geringste Macht über die Risse. Verschließt sie. Eure Legende wird sich verbreiten und Thedas wird erfahren, dass man der Inquisition vertrauen kann. Irgendwas Neues? Gibt es etwas, das mit dir kann ich sollte? Nicht flirten, oder was? Es scheint, als wartet die orleanische Armee auf unseren nächsten Zug. Einige der Generäle stehen unserer Sache wohlwollend gegenüber. Andere sind noch immer argwöhnisch. Sie wollen sehen, wie wir uns verhalten. Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Ich habe Spione bei den Ruinen von Haven stationiert. Für den Fall, dass Korypheus oder seine Lakaien zurückkehren. Bisher gab es keine Vorkommnisse. Und auch die Bresche verhält sich seit einiger Zeit ruhig. Das ist doch zumindest etwas. Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Dass sich die Templer der Inquisition angeschlossen haben, hat für unser Ansehen Wunder bewirkt. Die Leute vertrauen den Templern. Und jetzt vertrauen sie auch uns. Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Dass sich die Templer der Inquisition angeschlossen haben, jetzt. Hat für... Die Leute vertrauen den Templern. Ja. Und jetzt vertrauen sie auch uns. Und du bist Justinias linke Hand gewesen. Sie nannten also. Euch die linke Hand der Göttlichen. Ja, richtig. Und weiter? Ja. Was bringt eine Inquisition? Welches Ziel verfolgt man mit einer Inquisition? Justinia hätte die Inquisition ins Leben gerufen, falls es dem göttlichen Konklave nicht gelungen wäre, den Frieden wiederherzustellen. Sie hatte gehofft, wir könnten die Grundsätze der Kirche in Frage stellen, wenn wir nur genügend Unterstützung hätten. Sie wollte, dass die Kirche gerecht mit den Magiern umgeht. Ich frage mich allerdings manchmal, warum wir uns auf die Magier beschränken sollten. Die Kirche hat zahlreiches Unrecht begangen. Wenn wir sie schon verändern, warum dann nicht gleich richtig? Ach, aber das ist nur ein Gedankenspiel. Nichts von alledem wird möglich sein, wenn wir scheitern. Ich werde mein Bestes geben. Ich werde versuchen, es nicht zu vermasseln. Freut mich, das zu hören. Ja, ne? Das ist doch schön. Warum begleitest du mich nicht?
eben. Die linke Hand der Göttlichen an meiner Seite zu haben, könnte da draußen äußerst nützlich sein. Jeder Spion draußen in der Welt ist meine Augen, meine Ohren, meine Klinge. Wo immer meine Leute sind, da bin auch ich. Mit euch zu gehen, meinen Posten zu verlassen, würde mich blind und handlungsunfähig machen. Versteht ihr? Naja, aber was ist denn eine linke Hand? Was genau sind die Aufgaben der linken Hand der Göttlichen? Eine Göttliche hat immer auch Feinde. Und das galt insbesondere für Justinia. Ich habe sie beschützt. Ich habe beobachtet und hatte mein Ohr an jeder Tür. Ich habe Bedrohungen erkannt und mich um sie gekümmert. Wie eine Meisterspionin. Ihr wart also auch ihre Meisterspionin? Ich habe schwierige Situationen gemeistert, die mit sanfteren Mitteln nicht gelöst werden konnten. Aha, aha. Ich würde gern mehr über Justinia erfahren. Wie war sie so? Sie war eine Freundin, eine Mentorin. Genau wie ich hatte sie ihre Geheimnisse. Und genau wie ich hatte sie auch Fehler gemacht. Das machte sie menschlich. Ich denke, ihre Anhänger haben sich darin wiedergefunden. Mhm. Wart ihr mehr als Freundinnen? War da mehr Können als wir Freundinnen sein? Ihr wollt wissen, ob wir Liebende waren? Typisch. Ich war ihr Ergeben, also muss es ja eine Romanze gewesen sein. Ja, selbstverständlich. Liebe ist gewöhnlich. Liebe ist einfach. Meine Verbundenheit mit Justinia war etwas Größeres. Sie war eine Schwester, eine Mutter, eine Lehrerin. Um also eure Frage zu beantworten, ja, es war mehr als nur Freundschaft. Wie seid ihr euch begegnet? Wie habt ihr Justinia kennengelernt? Ich bin ihr vor langer Zeit begegnet, noch bevor sie die Göttliche wurde, noch bevor sie Justinia war. Als wir uns kennenlernten, war sie Mutter Dorothea. Ich war an meinem Tiefpunkt, gebrochen, verloren. Und sie hat mich gerettet. Mhm. Nein, nein, Moment. Sie hasst es, wenn ich das sage. Ich habe mich selbst gerettet. Sie hat mir nur gezeigt, dass es möglich war. Okay, das war jetzt alles. Ich würde flirten mit dir. Kann ich nicht nochmal flirten? Blackwall scheint nichts über das Verschwinden der Grauen Wächter zu wissen. Das ist enttäuschend. Dennoch bin ich froh, dass er bei uns ist. Auch wenn er nicht das ist, was ich erwartet hatte. Er scheint ein guter Mann zu sein. Und mit seiner Erfahrung ist er auf jeden Fall ein Gewinn für die Inquisition. Und was die anderen Wächter angeht, nun, ich schätze, da werden wir wohl weitersuchen müssen. Oh, neue Dinge. Erzähl mir doch noch irgendwas von dir. Reden wir über euch. Über mich? Irgendwelche Geschichten? Ihr als Bardin habt doch bestimmt einige gute Geschichten zu erzählen. Die Bibliothek ist voller Geschichten. Vielleicht solltet ihr dort nach ihnen suchen. Ach, du bist aber pampig. Was habt ihr gemacht, bevor ihr in den Diensten der Göttlichen standet? Ich wurde schon in jungen Jahren zur Spionin ausgebildet. Ich habe von den Besten gelernt. Eine Weile lang war ich überglücklich. Ich liebte den Nervenkitzel dieses Lebens, der Gefahr. Aber nichts währt ewig. Ich bin untergetaucht. Und als ich wieder auf der Bildfläche erschien, hat mich die Göttliche zu sich gerufen. Sie übergab mir mein eigenes Netzwerk von Spionen und sagte, ich sei die Einzige, der sie vertrauen könne. Du hast also gute Verbindungen. Ihr scheint ziemlich viele Leute zu kennen. Ich habe mir Freunde und hin und wieder auch Feinde gemacht. Das ist unvermeidlich. Du und die Heldin Ferenz? Ihr habt eine gemeinsame Vergangenheit mit der Wächterin, die die Verderbnis beendet hat, nicht wahr? Ich hatte das Privileg, sie eine Freundin zu nennen, bevor sie starb. Anschließend erschien mir die Welt deutlich trostloser. Das tut sie noch. Und woher kennst du Josephine? Ihr scheint Josephine ziemlich gut zu kennen. Ich habe sie schon vor langer Zeit kennengelernt, aber gute Freundinnen sind wir erst Jahre später geworden. Nach der Verderbnis, um genau zu sein. Ich war gerade nach Val Royeaux zurückgekehrt, als sie einen Diplomatenball ausrichtete, um mich wieder willkommen zu heißen. Ihr müsst wissen, sie war damals die Botschafterin an Tivas. Der Ball war... Nun, es ging so. Zu viele Politiker. Um Mitternacht haben Josie und ich ihn dann verlassen, um uns eine richtige Feier zu suchen. Josie? Und seitdem sind wir Freundinnen. Eine richtige Feier? Was versteht ihr unter einer richtigen Feier? Eine richtige Feier ist es dann, wenn jemandes Unterkleider an eine Anschlagtafel der Kirche genagelt wurden.
Und mehr werde ich darüber nicht sagen. Ich will auch noch so eine richtige Feier. Ihr wisst ja, wo ihr mich findet. Ja, da. Und du läufst mir jetzt nicht schon wieder davon. Bleib da. Die Templer werden ein Gewinn für diese Inquisition sein. Zu schade, dass wir nicht auch die Magier für uns gewinnen können. Oh, irgendwas Neues? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Dass sich die Templer der Inquisition angeschlossen haben, hat für unser Ansehen Wunder bewirkt. Ja, das haben wir ja jetzt schon. Die Leute vertrauen den Templern. Und jetzt. Ah, mehr Name? Okay. Ich überlasse euch wieder eure Arbeit. Na gut, na gut, na gut. So. Gibt's hier noch irgendwie. Oh, wo geht's denn hier? Aha. Lauter so Zeug da. Aber gut. Jetzt gehen wir mal wieder darunter und gehen mal jetzt endlich ein Gebiet oder machen die Quests weiter oder was auch immer. So, hier war das, ne? So. Okay, die Frage ist jetzt natürlich, wohin und was und warum. Und wie? Jetzt habe ich hier zwei. Aha. Was ist denn das? Die Wächter finden. Das hört sich doch gut an. Machtkosten. Ja, mach doch mal. Neues Gebiet freigeschaltet. Ich sehe aber jetzt auch keine. Nee, noch nicht. Aber das ist. Ah ja, okay. So, abgeschlossen. Bericht annehmen. Obsidian, 10 Stück. Ah, das habe ich doch noch gebraucht. So. Inquisitor? Das machen wir doch gleich nochmal weiter. Schaden über Denarim. 2 Stunden. Tu doch mal ein Denkmal errichten, hä? Kallen. Inquisitor. Okay. Jetzt hätte ich da eigentlich. Na gut, aber das ist ja was. Also, Wächter finden machen wir jetzt. Schnellreise. Jawohl. Da nehmen wir mit die Cassandra, den Cole und den guten Solas. Ich bin mal gespannt, ob es da noch mehr Charaktere gibt. Ich hoffe. Ich hoffe. Ich bin noch so ein Magier oder sowas. Wobei, andererseits, ich hätte gern, dass der Cole ein Nahkämpfer wäre und viel aushält. Aber das ist wahrscheinlich vergebene Liebesmühe. Naja. Okay. Ich würde sagen, wir warten noch das Intro ab. Da gibt es ja bestimmt wieder so eine kleine Mini-Einführung, ja. Es ist schön, euch wohl aufzusehen, Inquisitor. Uns stehen ernsthafte Probleme bevor. Was ist denn los? Machen etwa die Venatori Ärger? Da sind ein paar von ihnen oben in den Hügeln, aber sie sind ausnahmsweise mal nicht unser größtes Problem. Und was dann? Oh. Kammwald war vor 10 Jahren während der Verderbnis Schauplatz einer Überflutung. Das ist zwar nicht der einzige Riss in der Gegend, aber seit er aufgetaucht ist, kommen beständig Leichen aus dem See. Ihr werdet euch durch sie durchkämpfen müssen, um zu der Höhle zu gelangen, der sich Sir Hawks grauer Wächterfreund versteckt. Danke für die Warnung. Noch mehr wandelnde Leichen? Naja, zumindest können sie uns diesmal nicht überraschen.
Neulich Nacht bin ich im Gras beinahe auf eine draufgetreten. Zum Glück hat sie vorher angefangen zu stöhnen. Vielleicht kann euch ja jemand in Kamwald erzählen, wie ihr den Riss im See erreicht. Der Erbauer weiß, sie werden für eure Hilfe dankbar sein. Viel Glück und passt bitte auf euch auf. Jawohl, du gelangweilte Sperren. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis demnächst.